Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich euch den Kampf rund um Anub Ikash in die Morgenbringer etwas erklären und näher bringen. Der Boss wird zwischen diesen beiden Laternen getankt. Warum das so ist, wird sich im Laufe des Videos erklären. Die dunkle Kugel wird immer auf einen zufälligen Spieler gecastet, wird den Weg heruntergebaitet und die Gruppe muss ausweichen. Der Tank bekommt immer wieder schreckliche Schmettern ab, womit man entweder links oder rechts vom Weg ausweichen muss. Kurz darauf kommt der schattenhafte Verfall, bei dem die Gruppe einfach sehr viel Schaden abbekommt, also nutzt ruhig einen Def-CD, um eure Heiler zu entlasten. Als letzte Mechanik erweckt der Boss mehrere Schatten. Diese sollten schnell gefokust und auch gekickt werden. Denkt bitte daran, dass ihr vor dem Boss die drei Leutnants töten müsst. Nicht nur wegen den Prozenten auf M+, nein, der Boss kriegt auch noch einen enormen Buff, wenn diese leben. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video den Kampf etwas näher bringen und wir sehen uns im nächsten Video oder in einem meiner Livestreams. Tschüss! 3, 2, 1.